Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Ausgepackt aus dem Hause Modellbau König hier in Delmhorst. Und heute habe ich in meinen Fingern von AV Club unter Nummer 48114 die U2C Dragon Lady in der Early oder Late Version. Könnt ihr euch also aussuchen, was ihr da bauen möchtet. Insgesamt enthalten haben wir 10 Spritzlinge, 33 Baustufen gibt es zu bewältigen. Wir haben insgesamt 3 Deckel- und Bemalvorschläge. Der Preis liegt knapp unter 64 Euro. Und ich würde sagen, wir gucken mal in den Karton, was wir hier für das Geld so erhalten. So, ihr lieben Leute, starten wir mit der Anleitung. Hier können wir schön sehen nochmal das Deckelbild, dann hier die verschiedenen Armeen oder Hoheitszeichen. Dann haben wir hier schön gemacht ein bisschen was zur Geschichte, leider nur in Englisch, beziehungsweise in Chinesisch und Japanisch, wobei uns natürlich dann das Englische schon lieber ist, also den meisten auf jeden Fall. Dann haben wir hier die Farbangaben, beziehungsweise die Übersicht auch zu den Herstellern. Da haben wir hier von Mr. Hobby, oder früher auch Gunze, die C-Farben und die H-Farben, beziehungsweise umgekehrt. Spray wurde sogar angegeben, Humbrol, Vallejo und Life Color, also es ist ja eine reichliche Auswahl, wobei ich glaube fast nur die H-Farben fast vollständig sind, bis auf eine. Dann haben wir hier fast ganz versteckt die Piktogramme und Verbearbeitungshinweise, die da sind. So, und AV Club ist immer super detailliert, schlägt sich natürlich hier auch in der Anleitung nieder. Ihr könnt da schon sehen, wie viele Teile sich das hier zusammensetzt bei diesem Spionageflugzeug, auch das Cockpit und so. Das war ja, ich sag mal, in den späten 70ern, späten 60ern, 70ern war das hier absolutes Hightech. Und vorhin haben wir uns gerade Thomas und ich uns darüber unterhalten, dass die Sowjets, glaube ich, sogar eins abgeschossen haben. Vielleicht wisst ihr da mehr, aber uns war das so. So, diese Kamera hier auf dem Rollenwagen, die kann man einmal auf dem Rollenwagen darstellen, bei dem Typ B, da müsst ihr euch dann entscheiden, oder halt dann separat ins Flugzeug einbauen. Das war ja diese super Kameras, die es damals gab, um halt den Feind so auszuspionieren. Und auch hier kann man wieder sehen, wie super detailliert und das Ganze ist auch ist. Und das sieht wirklich nicht nur auf den CAD-Zeichnungen hier so toll detailliert aus. Nee, das ist auch gleich in Wirklichkeit so. Aber genug den Mund wässrig gemacht, lasst uns hier mal weiter gucken. So, natürlich, oder was heißt natürlich, zweischalig das Ganze hier links und rechts. Das heißt, Cockpit würde ich euch empfehlen, vorher zu bemalen. Die ganzen Detaillierungen, hier auch die Schächte, die man auch sehr viel offen darstellen kann. Auch das gleich später. Auch habt ihr die Möglichkeit, das Fahrwerk ein- und ausgefahren darzustellen. Auch da gibt es ja mehrere Möglichkeiten. So, bei AV Club oder auch bei anderen Herstellern, die sich da mit Flugzeugen beschäftigen, ist es immer besser, wenn man die letzten Seiten in der Anleitung zuerst anguckt, weil da sind die Bemalvorschläge, die einzelnen Einheiten, dann sollte man sich vorentscheiden, weil es doch immer wieder Hinweise in der Anleitung gibt, bitte nur hier für Version A oder für Version B das und das nehmen und hinterher wäre ein Kuddelmuddel und das wäre ja ärgerlich und das muss ja nicht sein. So, und hier hat sich die Firma AV Club nochmal was Besonderes einfallen lassen. Und zwar ist hier, so eine Art Wetterschutzplane, die, wenn das Flugzeug jetzt an der Erde steht, die darüber ausgebreitet werden kann. Das wird hier nochmal schön erklärt und kann man da nochmal schön sehen. Hier nochmal in Großaufnahme. Also, ja, es wurde wirklich an viele Einzelheiten und an einige Gimmicks gedacht. So, ja, kommen wir jetzt hier zu den Varianten. Hier haben wir das Ganze in Schwarz. Wer sich fragt, was ROCAF heißt, das ist Republic of China. Für uns Normalsterbliche, wir sagen Taiwan dazu. Aber ja, die behaupten ja, dass das die richtigen Chinesen sind und die anderen nur die Kommunisten. Und die anderen sagen, ja, das gehört zu uns und direkt nur abtrünnig. Ihr könnt euch dann natürlich selber entscheiden, was ihr davon denkt und haltet.
so hier die amerikanische Variante. Und hier kann man das sehr schön sehen, dass auch die Jahreszahlen mit angegeben worden sind. Also, dass man ungefähr auch mal weiß, wann, wo was stattfand. Dann haben wir hier nochmal ein sehr schön gemachtes Bild, wie das in der, ja, ich vermute mal Stratosphäre schwebt und fliegt das Ganze. So, und im hinteren Bereich hat AV Club üblich die Teileliste, die andere Hersteller dann vorne angeben. Und was auch sehr typisch ist von AV Club, es liegt immer ein, ja, ich sag mal, Fanposter, ein Poster damit bei, das Ganze nochmal nett gemacht. Also was früher der Bravo-Schnitt war, das macht AV Club halt mit seinen Bausätzen. So, kommen wir gleich mal zum größten Spritzling, den wir hier haben, die beiden Rumpfhälften. So, und hier erwartet uns, ich sag mal, ein Feuerwerk der Detaillierung der Stöße und so. Das ist richtig schön gemacht hier. Da ist der ganze, ja, ich sag mal, Know-how der Firma ist da so eingeflossen. Das sieht richtig, richtig gut aus. Ich denke mal, dass da nichts nachdetailliert werden muss. Das sieht richtig gut aus. Auch hier von den ganzen, oder das ist halt immer das Schlimmste oder Schwierigste für den Zeichner und auch für den Formbauer. Diese geraden, runden Formen und so. Und das wurde schon richtig, richtig toll wiedergegeben. So, und hier, ich dachte ja, ihr könnt die Klappen, könnt ihr zum Beispiel offen darstellen. Hier diese Luke hier, die man separat einkleben kann. Man hat also auch einen Blick ins Innenleben, was ganz nett aussieht. So, und was natürlich auch interessiert. Zip, wir drehen das Ganze mal um. Gerade diesen Bereich hier, den sieht man ja, wo das Cockpit ist. Der ist auch so vorbereitet, dass man dann die Sachen einkleben kann. Es ist sehr schön gerade gebaut, das Ganze. Sollte also keine Passprobleme geben. So, dann kommen hier ja, weitere Anbauteile. Auch das ist sehr schön. Ich denke mal, das erkennt man. Auch das Grad oder den Grad der Detaillierung oder des ganzen Niveaus da. Das ist schon richtig gut. Ich denke mal, dass der Preis ja sicherlich auch irgendwo seinen Grund hat. So, hinfort mit dir. So, dann haben wir hier einen Spritzling, der sich fast nur mit dem Cockpit beschäftigt. Und auch hier kippe ich das Ganze mal ein bisschen ran, damit Thomas da mal ein bisschen zoomen kann, wie schön dargestellt und detailliert das Ganze ist, das Arbeitsfeld oder den Arbeitsplatz des Piloten. Sieht schon richtig geil aus, muss man echt mal so sagen, wie viel Mühe sich da gegeben worden ist. Genauso wie hier der Sitz, auch der, der in mehreren Ebenen ja, gedruckt bzw. gespritzt worden ist. Das sieht richtig, richtig gediegen aus, das Ganze. Das macht auf jeden Fall Spaß. Ist von allen Seiten, ist das Ganze detailliert und macht richtig Laune anzugucken. So, dann kommen wir hier zum Spritzling K. Auch hier haben wir wieder eine sehr schöne Detaillierung, wie man sehen kann. Die Einzelheiten, ob das irgendwelche Stöße, Ebene oder sonstige sind, sind ja einwandfrei wiedergegeben. Das gefällt mir richtig gut. Hier haben wir auch in dem hinteren Bereich haben wir Spritzlinge im sogenannten Slide-Mode-Verfahren. Das heißt auch, dass die von oben, unten und der Seite detailliert worden ist. So, um das Ganze mal umzudrehen. Selbst hier auf den rückseitigen Teilen haben wir kaum irgendwelche Angüsse oder Auswerfermarken. Das sieht richtig gut aus. Auch da wieder, ja, ich sag mal, die hohe Kunst, Ingenieurskunst der Firma AV Club. So, und hier habe ich ein bisschen geschummelt. Ich habe nämlich einen Teil mit Tesafilm festgeklebt. Das hat sich leider gelöst, als wir dieses Vorab-Exemplar gekriegt haben. Und auch hier diese Wetterplane, die sieht richtig gut aus. Wir haben hier einige Einbuchtungen. Und man kann schön sehen, wie dieses Seilmaterial halt die Plane hält. Und auch von dem Düsentriebwerk die einzelnen Schaufeln hier, die sehr schön zu erkennen sind. Wie dieses Teil hier, auch das will ich euch nochmal näher zeigen hier. Also das sieht richtig gut aus mit den einzelnen Stößen hier, mit den versenkten Nietungen hier und also total toll. So, Freude der Nacht. Dann geht es hier weiter. Auch das ist ein Teil, was man nachher einblicken kann, wenn man das denn ja offen darstellt. Und auch da setzt sich das wieder schön weiter, genau wie hier die Reifen, die auch eine hervorragende Detaillierung haben. So, da sind wir schon fast am Ende, möchte ich sagen. Und zwar habe ich hier den Spritzling B zweimal, beziehungsweise C, weil doch da kleine Unterschiede sind.
aber nur wesentlich ganz kleine. Ich zeige euch jetzt erstmal hier den ein. So, und da ist wieder auf jeden Fall schön gemacht, die ganze Detaillierung hier, auch die Stöße hier sehr schön zu sehen. So, und da zeige ich euch gleich auch nochmal eine Besonderheit. Ihr seht ja auf der Seite hier diese schöne Riffelung hier, und das setzt sich auf der Innenseite fort. Ich drehe das gleich einmal um, wenn Thomas soweit ist. Ja, hier so. Ich hoffe, man kann das hier sehen. Auch das ist schön von der Seite detailliert. Und hier hat uns der Hersteller Halte- und Fixierpunkte mit an die Hand gegeben, damit diese Teile dort passend geklebt werden können. Kein großartiges Verrutschen oder ähnliches ist bei den großen sowie bei den kleinen Teilen hier. Das haben wir sogar hier nochmal hinten. Also auch das sieht sehr schön und durchdacht aus. Dann habe ich noch hier diese beiden Teile, die zum Bausatz, die zum Bausatz damit zugehören. Auch hier wieder ein einwandfreier Guss soweit. Dann habe ich hier jede Menge Klarsichtteile. Auch hier, ich denke ich mal, ist alles über jeden Zweifel erhaben. Da haben wir zweimal das Cockpit für die jeweiligen. Das Bedienfeld hier mit den ganzen Armaturen und so für die jeweiligen Armaturen und Sachen und so. Das Einzige wirklich, was diesem Bausatz jetzt noch fehlt, was ich jetzt ich persönlich noch reingelegt hätte, das wären vorgefertigte Masken. Das hätte das Ganze wirklich noch abgerundet. So, dann habe ich hier einen großen Dekelbogen mit den Wartungshinweisen, mit den Hoheitsabzeichen und was alles so dabei ist. Auch das sieht sehr gut aus. Also gefällt mir auf jeden Fall richtig, richtig toll. So, ihr Lieben, kommen wir zur Schlussbetrachtung. Für ein 1:48 eines, ja, ich sag mal, nicht so alltäglichen Flugzeugs ist auf jeden Fall erstmal der ordentliche Preis, der dann ein bisschen im Vordergrund steht. Dafür bekommt ihr allerdings hervorragend detaillierte super passgenaue Bausatz mit insgesamt 3 Dekelmöglichkeiten. Was bleibt noch zu sagen? Ja, wie gesagt, das Einzige, was ich jetzt noch vermisst hätte, was der Hersteller hätte reinlegen können, das wären passende Lackierschablonen. Dann möchte ich euch gerne nochmal die Vorzüge zeigen oder das, was der Hersteller meint, was besonders erwähnenswert ist. Das wäre doch schade, wenn das Ganze so ein bisschen untergeht. Und ihr könnt ja die Seiten könnt ihr ja so nicht sehen, deswegen zeige ich euch das gleich mal, weil das doch schade wäre, wenn man das so untergehen lässt. Ja, für diese Variante Daumen hoch. Wie gesagt, einzig der Preis ist so ein bisschen, aber gute Qualität kostet nun mal, muss ich euch nicht erzählen. Dann bedanke ich mich wie immer bei euch für eure Aufmerksamkeit. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Wenn ihr noch kein Abo habt, gerne auch ein Abo. Wir freuen uns riesig über jeden neuen oder auch bestehenden Abonnenten natürlich. Bleibt gesund und macht's gut, ihr Lieben. Bis zum nächsten Video.